Trendsportarten kommen bekanntlich aus Amerika und das hier ist der neueste Trend. Passend zum Land der unbegrenzten Möglichkeiten geht es darum, wer es am weitesten bringt. Der Hund muss Wasser lieben, sonst springt er nicht. Unsere oberste Regel: Spaß haben, keinen Druck ausüben, mit Belohnungen arbeiten. Der Hund muss von alleine springen, er darf nicht gestoßen oder geworfen werden. Charaktere wie auch Techniken der Teilnehmer sind sehr unterschiedlich. Echte Profis springen über 7 Meter weit. Das erfordert viel Training. Ich arbeite wirklich hart, um diesen Hund fit zu halten. Er geht einmal im Monat zur Massage und zum Chiropraktiker. Er darf nicht zunehmen. Sie wissen, Amerikaner sind fett und ihre Hunde sind noch fetter. Bei allem Ehrgeiz der Besitzer, springen muss immer noch der Hund. Und die meisten scheinen es aus reiner Freude zu tun. Sie springt für ihren Fußball. Ich bringe sie zum Ende des Stegs und halte sie zurück. Dann lasse ich sie los und an manchen Tagen springt sie wirklich weit. Wie weit wird per Video genauestens analysiert? Doch manchmal kommt es nicht auf die Weite an, sondern darauf, den inneren Schweinehund zu überwinden. Und so sind am Ende dann alle Gewinner.